Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Im letzten Part sind wir hier am höchsten Punkt der Mekonis-Hallen angekommen und da erwartet uns jetzt ein weiterer Gesichtsmekon, den wir gleich platt machen müssen. Ich habe auch schon eine böse Vorahnung, wer das sein wird. Es wurde wirklich ziemlich offensichtlich gemacht. Schala hat vor allem die Stimme auch wieder erkannt. Ich werde auch mal mit Schala dann ein bisschen spielen. Fiora lasse ich auch mal noch drin und ich tue mal noch Ricky vielleicht rein. Und dann lege ich einfach gleich mal los und ich hoffe, dass es funktionieren wird. Mal schauen. So. Wo ist er denn eigentlich? Linearlaser 4. Auf die Dauer. Ist er da ganz hinten? Oder wie? Trifft er überhaupt von hier aus? Hat das so eine riesen Reichweite, wirklich? Okay. Also ich habe zwischendurch wieder das Spiel ausgemacht und neu gestartet von dem Punkt hier. Vielleicht ist er jetzt deswegen so weit hinten. Autsch. Ah, das trifft mich sogar auch. Na super. Ja, bitte. Okay, müssen wir uns erstmal durchkämpfen zu dem, bis wir überhaupt dann hinkommen können. Das ist ja super. Mach mal ein bisschen Mut vielleicht. Das ist ja jetzt nervig. Jetzt, ich muss erst die anderen Kleinen da besiegen und währenddessen werde ich ständig mit Laserstrahlen abgeschossen von dem. Das ist ziemlich nervig. Mach mal eine Heilung für mich. Und keine Wut vielleicht. Ist schon besser, wenn Ricky am besten anvisiert wird oder so. Nicht ich sollte auf jeden Fall nicht in derselben Linie stehen. Wie die anderen. Genau, aber es ist ja ein Linienangriff. Und deswegen sollte ich dann wenigstens weggehen. Nicht überhitzen übrigens. Damit halt nur ich getroffen werde immerhin. Oh, das ist nervig. Okay, aber es ist auch... Also es ist... Ich sag zwar, dass es nervig ist, aber eigentlich ist es eine coole Idee. Finde ich, weil das hatten wir noch nie sowas. Dass wir uns halt durch die kleinen Gegner durchkämpfen müssen. Okay. Gib mal. Ja, jetzt muss ich. Komm. Gib mal zu dem schon mal hin, bitte. Geht hin zu dem schon. Auf jeden Fall weg von mir. Ich will nicht, dass die auch getroffen werden. Tja. Genau das wollte ich verhindern. Egal. Das passt schon. Ein bisschen. Machen wir hier Mut wieder. Und ich muss mich aber gleich wieder heilen. Wie der auch einfach immer noch auf mich geht, ne? Der Arsch. Das ist nicht so gut. Heilung bitte. Mach kurz das hier. Da erzeuge ich ja auch keine Wut durch neue Aktionen. Kann jetzt nicht mal auf jemand anderen gehen eigentlich. Scheiße. Nein, ernsthaft? Ich habe mich doch noch geheilt. Wow. Das lief ja gut. Man muss aber auch sagen, dass Schala da glaube ich nicht gerade die beste Wahl ist oder mein gesamtes Team. Aber ich will es mit Schala machen, weil das halt am besten passt. Also ich könnte einfach Schulk nehmen, dann wäre es ziemlich easy, glaube ich. Aber ich will es mit ihr machen. Da haben wir auch ein bisschen mehr Herausforderung. Und es wurde aber gespeichert ein bisschen. Also jetzt den ersten Teil muss ich nicht nochmal machen. Ich durfte jetzt direkt hier weiterlaufen und bin jetzt schon etwas näher dran. Und hier am Rand sind Förderbänder. Die kann ich aber nicht benutzen, weil die halt nur verriegelt sind. Okay. So, das Blöde ist halt auch, die... geht mal bitte auf den. Hallo, ich will euch Befehle geben. Aber weil ich den Kampf zuerst initiieren muss, deswegen. Weil ich will nicht, dass die mitgetroffen werden. Scheiße. Ariki ist nicht so schlimm, das passt. Okay. Das Blöde ist auf jeden Fall, dass halt, fuck. Dass die Gegner wahrscheinlich, also vor allem halt das Jade-Gesicht oder Jade-Gesicht oder sowas heißt er, glaube ich, dass er wahrscheinlich ziemlich oft auf mich, auf Schala gehen wird, weil meine anderen Teammates können ja nicht wirklich ihn ärgern und die Wut erhöhen bei ihm, weil sie ihn halt nicht treffen können. Aber Heilungsmoves können ja auch die Wut erhöhen und ich heile halt ständig mit Schala und deswegen geht der auch ständig auf mich dann wahrscheinlich. Und das ist halt ein bisschen doof, aber ist nun mal so. Super. Ich muss eigentlich gleich schon wieder... Gott, ey. Ja, mach mal kurz. Cool auf. Jetzt geht er schon wieder auf mich. Okay, ich werde nochmal sterben. Das wird sich nicht ändern lassen. Da müsste ich ansonsten ein anderes Team nehmen. Aber dann ist es halt so. Ich kriege ja immerhin zwischendurch Checkpoints, ist also nicht so schlimm. Aber dennoch. So, ja komm, Kampf wieder. Und heil dich noch, Schala, bitte. Okay, und weglaufen. Weglaufen, weglaufen, weglaufen! Verdammt, jetzt wurden wieder alle getroffen. Fantastisch. so, dann alle heilen bitte. Das ist jetzt der andere Gegner, oder? Ja. Wie macht der? Okay, das ist nicht so viel. Das hält die Dauer aus.
Mut ist eh schon hoch. Mach mal dann das hier vielleicht. Keine Wut. Okay, Heilung auf mich. Der ist sogar jetzt noch auf mich gegangen. Das ist echt kacke, weil ich heile halt die ganze Zeit. Und die ganzen Gegner da hinten, die halt Fiora und Ricky nicht angreifen können, gehen halt dann eher auf mich, weil sie halt merken, oh, da heilt jemand. Da bin ich wütend auf den. Und deswegen greife ich mal ständig die Person an. Also es ist überhaupt nicht ideal, die Konstellation, die ich hier habe. Aber ist egal, das macht's auch spannender, ne? Fuck, jetzt sterbe ich aber. Oder? Ja, ich sterbe, glaube ich, wenn ich jetzt getroffen werde. Aber meine Teammates können mich ja wieder beleben. Tja. oh Gott, ey. So. Mut bitte. Ist jetzt wieder gesunken bei mir. Ja, ich bin jetzt schon fast da. Irgendwie. Ah, jetzt geht er auch mal auf Ricky. Das finde ich gut. Ja, das wird sich gleich eventuell wieder ändern, wenn ich jetzt gleich ein bisschen heal. Aber ich lasse jetzt sogar mal wirklich ihn auf Ricky gehen. Weil Ricky ist halt das beste Ziel, weil er halt am meisten aushält. Soll ich mir nicht in der Schussbahn stehen? Und dann gleich werde ich einfach alle heilen. Okay. Jetzt ist Fiora aber tot. Super. So, Fiora, komm. Und alle heilen. Okay. So, aber immer noch auf Ricky. Das ist gut. Das Blöde ist nur, dass halt Fiora auch immer im Weg steht, weil ich kann halt jetzt nicht Fiora und Ricky sagen, dass sie woanders quasi hingehen sollen. Also ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe doch gar keinen Move. Ich wollte jetzt gerade weggehen und mich abkühlen. Ich habe doch gar keinen Move eingesetzt jetzt. What the fuck, Mann? Jetzt werde ich auch getroffen. Wahrscheinlich, oder? Nee, okay, werde ich sogar nicht. Aber trotzdem, was war das für ein Kack eigentlich? Fiora. Hier machen wir das hier auch. Okay. Level up sogar. Okay. So, weiter geht's. Eieiei. Okay, aber jetzt sind wir gleich da. Hier, die lasse ich mal in Ruhe, die Angsttypen. Geht auf mich. Ja, auf alle natürlich. Jetzt hat er getroffen. Fantastisch. So, komm, lass mich anvisieren. Da ist er. Okay. So, ich hoffe, dass ich jetzt da einen Checkpoint bekommen habe, weil ich werde wahrscheinlich nochmal sterben. Aber dann ist es halt so. Ghetto. Ja, das ist richtig, dass du das schreist, Schala. So, gib mal bitte alle auf ihn. Und ich werde weglaufen. Jetzt geht er eher auf Ricky. Ja, machen wir dann auf Ricky einen kleinen Heal. Jetzt geht er doch wieder auf mich, weil ich den einen Heal gemacht habe. Und jetzt hat mich noch dieses Scheißding getroffen. Und dadurch bin ich jetzt gestorben. Krass aus, Mann. Mut bitte. Okay. Der macht nochmal einen Laser, was? What? Warum hat er jetzt gleich nochmal einen Laser gemacht? Oh Mann, ey. Das ist so kacke, weil das passt halt am besten mit Schala hier zu kämpfen. Ich wollte es unbedingt machen. Weil das halt so gut passt. Aber es ist einfach komplett scheiße, mit ihr hier zu kämpfen. In dem Kampf hier. Das ist richtig schlecht, einfach nur. Das ist die schlechteste Wahl, die man treffen kann, so ungefähr, mit ihr. Also sie im Team zu haben, vielleicht gar nicht unbedingt. Aber mit ihr zu spielen, ist scheiße. Aber auch sie im Team zu haben, ist nicht gut, würde ich sagen. So, Rifle wird schon wieder hotter. Aber ich brauche trotzdem einen Heal für alle jetzt, schnell. Weil Fiora vor allem gleich stirbt. Okay. So, niemand geht auf mich. Dann mal kurz abkühlen. Mal Fiora heilen. Okay. So, jetzt können wir zumindest auch mal ein bisschen Schaden machen. Aber wir sollten vielleicht erstmal noch den anderen Typen sogar loswerden. Weil der ist noch ein bisschen nervig. Nicht wirklich schlimm oder so, aber muss trotzdem jetzt nicht sein. Okay, Mut nochmal für Fiora vor allem. Aber das trifft ja alle, glaube ich. Meine ich zumindest. Janitor könnten wir sogar machen. Oder auch nicht. Warum kann ich mich jetzt eigentlich nicht bewegen gerade? Keine Ahnung. Ich mache mal eine Chain Attack auf jeden Fall, ja. Mache ich eine Heilung für alle? Ich glaube sogar schon, ja. Ja, machen wir. Heal Round. Ich mache sogar wieder voll. Erhöht ja auch die Kette. oder? Ja, weil wenn ich gleich sterbe, dann bräuchten wir halt wieder ein bisschen was von der Teamleiste noch. Und du machst wieder den hier einfach. Ja. Mad Storm! Okay, nicht arg viel Schaden, ehrlich gesagt. Aber gut. Ist der Kleine jetzt eigentlich endlich mal tot? Ja, der ist tot. Okay, gut. Nochmal einen Mutschuss. Und dann halt erst abkühlen. Aber jetzt ist der Kampf halt sogar einfacher geworden, ne? Als gerade eben, finde ich. Machen wir das hier.
Laser cool, das ist bestimmt ein Flächenangriff. Okay, passt erstmal. Ein Tod ist sogar ziemlich gut, finde ich. Nur. Schala! Gaddo! It's you, isn't it? Please answer me! Let me see you! Gaddo! I knew you were alive! Gaddo! Is that Shala's boyfriend? The destruction of the Monado. That is the will of Lord Egil. Gaddo? What do you mean, Lord? What's Egil done to you? What's wrong, Gaddo? Why would you say that? Speak to me, Gaddo! This world is in disarray. I must eliminate the cause of this disorder and restore the world to its original form. That is my duty. Nay, the will of the world. Now, the time has come. The time to restore order. Gaddo! Stop! Gaddo! Shala! Lady Maynev, it is not far off now. A world in which there is no need for fear. The hour draws near. Our will shall soon be done. First, there is the matter of the Monado. Our victory can only be assured if we destroy the Monado before it's too late. I sense your existence. I know you are alive. Zanza, the hour is upon us. Your time has come. Shulk. Elvis ist das, glaube ich. Who's das spricht. Calling my name? Wo sind wir? Shulk. You have acquired the ability to glimpse the future. The ability to understand the law of causality as decided by a higher power. A higher power? Like the Bionis? Why do you desire to change the future? Why do you wish to act against their will? I do just as anyone would do. It is natural to want to change an unhappy future. If that is their will, then I choose to fight. If that is what you wish, Shulk, then you must find your Monado. My Monado? Precisely. The one true Monado. You can't do that. Because you aren't here. Not anymore. What? Is everyone okay? Yeah. That was a close one. I mean, how on Bionis did we survive that? We seem all right. I don't know. It could be that we were just lucky, but I'm sure there must be more to it than that. You were protected by the power of Lady Maynith. Who's there?
A machina. Are you... Vanaya? Vanaya? Does that mean you're... Mikol's daughter? I am glad you are safe, Lady Mayneth. Lady Mayneth? That face was sent to destroy you. I am truly happy you are all right. You're lying. Gaddo would never try and hurt us. Sadly, his home's memories no longer remain. The current faces are nothing more than weapons, designed to annihilate all life on Bionis. It can't be. Faces are created by directly integrating the brainstem and metabolic organs of Homs into Mekon. Memories and emotion are nothing but a hindrance to an effective weapon. However, the early faces were experimental. Many retained memories from their former lives. This prevented them from executing their missions effectively. More recent faces have had all memories of their previous lives completely erased. Is that because of me? No, it is not your fault. Munkar seems the more likely candidate. His attachment to us was too strong. You could say it caused his destruction. That sword one and all. You are correct. No, it's not true. Oh, my Gaddo. Sharla? Explain it to me. I mean, why does Egil want to make us into Mekon? What's the reason for all this? In order to counter the Monado. I knew it. The Monado is ineffective against the Hyentia, the Homs, against all races of Bionis. Egil suffered a bitter defeat in the battle 1 year ago. After that, he theorized that he could counter the Monado by integrating organic life from Bionis. Of course. Initially, the Monado couldn't take a Hom's life. It can now, though. It could not harm those who share the blood of Zanza. That was its sole weakness. But Zanza lifted that constraint. Those who share the blood of Zanza? Who is that giant? The progenitor of the Homs. Him? And once the friend of my brother, Egil, before they became sworn enemies. It was Zanza who devastated Mekonis. What? Wow! Look at that! Are they the Haverers? They're the latest anti-Mekon weapons, designed by Lorathea and the Ministry of Research. What a glorious sight. The coming together of all the peoples of Bionis. Yes, sir. This is how it should always have been. Then perhaps Father would not. Your Highness. We are fortunate that Dixon informed us of the enemy's new weapon. Our defenses are ready. Today, we start our campaign against Galahad Fortress. Just beyond the fortress lies the Imperial capital of Mekonis. This is a battle to determine not just our own fates, but the future of all life on Bionis. We fight for future prosperity and the glory and honor of all. Troops, advance! Are you saying that Zanza is to blame for Mekonis' devastation? It's Zanza's sword that I'm using. Does this mean we're enemies? And if so, why are you... Shulk, calm down. Sorry, I will take you to the Mekonis capital, Agniritha. Is that your plan? Lead us straight to the gates of our enemy? Deliver us into Egil's hands? It will be quicker to show you than to explain. Then you will understand the history of Mekonis. And the battle between the two titans.
Up ahead is a lift that leads to the central factory, within the chest of the Makonis. The capital, Adnirotha, lies just beyond there. Okay. Und wir haben Valeria dabei. Schwester von Egil. Da war jetzt wieder auch viel zu viel los. Einfach nur. Bin gespannt, was wir jetzt dann da gleich erfahren werden. Die eine Sequenz mit Shulk, wo er damals da in diesem verschneiten Gebiet das Monade gefunden hat, war sehr weird. War das, habe ich das richtig gesehen? War das ein zweiter Shulk, der da rumstand? Oder war das Elvis oder so? Ich muss mir das nochmal angucken, dann die Sequenz. Ich glaube, es war ein zweiter Shulk, der da irgendwie rumstand. Hui! Keine Ahnung, was das soll. Und auch wie wir das alle überlebt haben. Also kurz bevor Geralt uns da angegriffen hat und diese riesen Explosion kam, haben die Augen von Fiyawa auch so komisch aufgeleuchtet. Das war, glaube ich, schon mal der Fall zuvor, meine ich. Das ist einfach trotzdem ewig weit, ne? Trotz Förderband. Vanaya hat auch irgendwie zu viel... Also, es hat so ausgesehen, als hätte sie zu viel Jauer Maineth gesagt. Ich meine, ich weiß nicht sicher. Zweiter Shot? Gammalt oder so? Keine Ahnung. Wo Fiyawa noch nicht sie selber war, sondern wo sie halt quasi jemand anderes kontrolliert hat, ihren Körper. Wir wissen ja noch gar nicht, wer das eigentlich ist, diese andere Person, diese andere Wesen. Ist es einfach Maineth oder so? Und die steckt noch in Fiyawa drin? Vielleicht? Ich habe absolut keine Ahnung, was hier los ist. Auf jeden Fall gehen wir mal weiter zur Hauptstadt der Mekon dann. Bin ich auch schon sehr gespannt, was da abgehen wird. Sollen wir noch weiter nach oben fahren? Wie hoch geht's denn? Okay. Neues Gebiet. Ja, Zentralfabrik. Okay. Auch wieder mit ein paar Etagen. Oh Gott. Aber es sieht wieder mal richtig cool aus. Aber das muss ich ja nicht dazu sagen. Das gilt für jedes Gebiet in dem Spiel. Hafenterminal. Okay. Hafenhaupttor. Viel EP. Yay. Mekonis Zentralfabrik. Oh Gott, viele neue Mekon. This is the central factory within the chest of the Mekonis. Can you see the ring up ahead? At the base of that ring is a transporter that leads to Adnirotha. We must first head there. This place is full of autonomous security, Mekon. Tread carefully. Okay. Gehe zu Liefereingang 1, haben wir erstmal. Der Aufzug zum Hauptturm der Zentralfabrik funktioniert nicht, finde einen anderen Weg. Okay. Wir haben übrigens auch wieder ein Portal mit Herausforderungen. Machen wir mal das noch vielleicht. Und dann beim nächsten Mal fangen wir so richtig hier mit dem Gebiet an. So, die Belohnungen, also die Kleidung war ja immer meistens nicht so toll. Irgendwie. Ja, da habt ihr mir schon geschrieben, dass es vielleicht daran liegt, dass es halt quasi einfach andere Skins, sage ich jetzt mal, sein sollen, die halt einfach nur anders aussehen und eben ein neues Aussehen bieten, die aber halt dafür nicht wirklich jetzt die allerbesten Kleidungsstücke vielleicht sind. Aber ich kriege auf jeden Fall weitere Noppenkristalle, die ich dann halt auch gegen Items austauschen kann. Vor allem auch gegen welche, die ich bei Colony 6 noch brauche zum Wiederaufbau. Also in der Hinsicht ist schon ziemlich gut. So, da haben wir Schwierigkeit 3 zum Beispiel schon. Mit Shulk, Ryan und Fiora. Das ist ja unabhängig von der Stufe, weil ich die rechten, weil ich da ja immer sowieso eingeschränkt bin. Das könnte ich mal probieren. Und dann halt noch irgendwie... Die da oder so, 55 dürfte ich, glaube ich, auch schaffen. Oder ich kann auch noch hier die nachholen. Die habe ich immer noch gar nicht auf S. Und hier fehlen sogar auch noch ein paar zwischendurch. Aber wir machen erstmal so gleich die schwierigste, würde ich sagen. Nämlich die hier mit Stufe 3, oder Schwierigkeit 3 eben schon. Probieren wir es einfach mal. Okay. Kannst du die Future? Meh, das ist nicht sporting. Alrighty. Okay. So, ich spiele als Shulk. Time to rumble! So, ich würde gerne erstmal Verzauberung rauskriegen. Das sind ähnliche Fähigkeiten wie auch die ich drin habe. Ich meine, Shulk hat auch gar nicht so viele Techniken, tatsächlich. So, komm, mach schnell.
Also wir haben zwar alle Anti-Mekon-Waffen, glaube ich, aber trotzdem, Verzauberung ist so gut. Auch wegen dem extra Schaden, das brauche ich. Alter, das war ja nett. Machen wir einen Heal für mich. Okay. Backslash, spam. Ich hätte den Flächenangriff schon viel früher übrigens machen sollen. Aber egal, passt schon. Ja, wir machen immer so ein bisschen Schaden mit dem Wirbel-Dings da, aber es ist nicht so wirklich schlimm. Aber, na, fuck. Aber es senkt den Mut ziemlich stark, leider. Das ist nervig. Weil das halt dazu führt, dass wir ständig getroffen werden. Das war schlecht, egal. Okay, ich mach sie gleich mal, ja, dass wir den schnell wegkriegen. So, okay. Aber ich kann auf jeden Fall ordentlich Schaden machen mit den dreien hier. Das ist klar. Ich dürfte, glaube ich, schon beide treffen. Oder mache ich die Schwertramme einfach? Komm, Schwertramme. Bam, stimmt, ich sollte mich auch beeilen immer. Ja, mach sogar egal. Obwohl das eigentlich dumm ist, aber das macht ganz guten Schaden, glaube ich. Das passt schon. Zack, sehr gut, okay. Genau, ich sollte mich beeilen bei Chain Attacks, weil es ja auf Zeit geht. Neato! Okay. Aber der eine ist gleich tot. So, okay. Ach, lol, das ist sogar ein einzigartiger. What the fuck? Einfach ein einzigartiger hier? Okay. Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? Dass hier einfach ein einzigartiger Gegner vorkommt. Bei einer von diesen Herausforderungen da. Heilung nochmal für Ryan. Mit Heilung ist halt ein bisschen doof, weil ich bin der Einzige, der heilen kann. Ich nehme meinen Monado-Arzt wieder auf, falls er gleich irgendwas Fieses macht. Aber wir können wirklich guten Schaden machen. Nice. Bam! Bam! Okay, das war ziemlich gut jetzt. Das Umfallen und Ohnmacht. So, komm, stirb. Okay, sehr gut. Neato! Den nächsten haben wir hier. Ach du Scheiße. Ich gehe mal sogar auf den zuerst. Mach wieder Verzauberung, ich glaube, die hält nicht mehr an. Doch, hat sie sogar noch, aber egal. Ist nicht schlimm, oder ist sogar gut, die zu erneuern. Okay, taumelt sogar gerade. Oder ist umgeworfen, meine ich. Ich mache trotzdem erstmal rote Angriffe, das kann ich gleich danach auch noch machen. Mach rote Angriffe. Ich will Schaden machen. Ich treffe die hinteren gar nicht mal, scheiße. Ja, mach das trotzdem. Ja, ich hätte den Flächenangriff machen sollen. Egal, das passt schon. Rot. Darf Ryan auch nochmal? Perfekt. So, jetzt Schwertramme. Watz. Alter, der Damage. Richtig nice. Aber er steht dafür jetzt sogar wieder. Echt? Warum ist es jetzt weggegangen eigentlich dann? Bei einer Chain Attack hält doch die Zeit eigentlich an. Eigentlich hält er doch noch immer. Wie viel KP Fiora übrigens hat. Krass. Eigentlich hält er doch immer noch auf dem Boden liegen sollen, oder? Jetzt, keine Ahnung. Egal. Aber wir haben schon gleich. Ich hätte sogar Löscher machen sollen oder so, fällt mir gerade auf. Wegen den Stacheln. Das hätte ich schon eigentlich früher machen sollen, weil jetzt brauchen wir nämlich ein bisschen Heilung gleich. Aber jetzt ist er gleich tot. Nee, mach sie nicht, weil wir könnten gleich sterben. Und ich muss mir dann das aufheben. Rückschlag macht der. 1000, das ist mir egal. Da setze ich nicht Schild dafür ein. Ich muss aber mehr heilen jetzt. Mit Schulk. Scheiße. Ist doch ein bisschen kacke jetzt. Okay, aber der eine. Also, das schaffen wir schon noch, die Welle. Die danach wird halt dann ein bisschen anstrengend. Aber es ist ja so, dass zwischendurch immer der Kampf halt beendet ist und dass ich dann einfach geheilt werde. Deswegen dürfte das passen. Okay, das Gute ist auch, dass die beiden so viel Schaden machen, Ryan und Fiora, dass sie ständig die Wut auf sie ziehen. Und Ryan hat ja auch einige spezielle Wutfähigkeiten. Das passt also. Aber der Kampf dauert schon ziemlich lange dafür. Also zeitlich ist es nicht so gut bisher. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich da noch wirklich Rang S oder Rang A bräuchte, Rang A bekommen werde. Ach, es sind nur zwei Wellen dafür. Okay, gut. Mal schauen. So, 4,24 war es und yes, okay. Das ist A, perfekt, das reicht mir. Wunderbar. Yeah, sehr schön. So, und wir kriegen ein Resort-Zeug. Okay, das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Aber es sieht halt lustig aus. Ich kann es mal mir kurz angucken. Okay, das ist einfach Taucherzeug. Das ist ja cool. Es hat Handschuhe noch. Leggings. Wunderschön. Und Flossen. Okay. Ach Gott. So, ich mache mal noch eine weitere.
Und zwar, ich habe mal noch vielleicht bei der rechten einfach noch das eine hier kurz nachholen. Oder zwei fehlen da ja sogar noch, genau. Die habe ich ja noch gar nicht gemacht. Die drei fehlen sogar noch, echt? What the fuck? Wirklich habe ich die noch nicht gemacht? Okay, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber okay, wir machen die mal auch noch sogar. Wird der Part vielleicht ein bisschen länger? Aber nee, der ist ja noch gar nicht so lang, der Part, das passt schon. Ja, das wird jetzt nicht total mega einfach oder so. Weil das ist ja eingeschränkt eben und auch meine Stufe wurde herabgesetzt und sowas. Das hat zwar trotzdem nur einen Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem. Oh Gott, was hatten sie eigentlich jetzt ja alles? Okay, Fluggegner schon mal gut. Was sind das alles eigentlich bei ihr? Keine Ahnung. Ich benutze ja bei Schala eigentlich nie offensive Attacken. Was ist das hier? Schadensimmunität. Mach das mal auf Ryan. Okay. Mach mal. Heilung für alle mal ganz kurz. Weil jetzt frag ich jetzt schon vorher ab, wie wir sollen. Ne, okay, es passt. Mach's jetzt. Oder nee, ich muss gar nicht mehr machen. Perfekt. Dann hier. Jemanden beginnt den Kampf so. Ich will die Leiste haben. Okay. Bam! Ja, der ist gar nicht so schlecht eigentlich, der Angriff sogar von ihr. Aber ich bin halt jetzt abgehöhlt. Ich bin halt trotzdem kein so Fan davon, mit ihr jetzt auf Schaden zu gehen. Dafür habe ich mit ihr halt lieber ein paar mehr andere Sachen drin, wie Heilung oder sowas. Oder das hier. Mach das auch mal auf Ryan. Leave it to Ryan. Zack. Herr Schläfer auch mal einmal wegen, ist eigentlich egal. Aber einfach für den Schaden. Chain. Noch nichts. Beim nächsten Kampf dann. Ja. Nee, mach jetzt mal Schwanken. Jetzt machen wir Heilung für alle schnell. Ah ne, ist ja nur für einen. Okay, dann auf jeden Fall auf Ryan. Okay. Kühl sogar erstmal ab. Die andere noch nicht. Jetzt muss ich leider ein bisschen Zeit hergeben. Aber das ist mir wert. Okay. So, jetzt. Los geht's. Und machen Chain Attack. Okay. Ich habe leider nichts Rotes drin mit ihr. Ich mache einfach mal den hier. Bam. Schuld macht einen Flächenangriff. Jetzt auf jeden Fall Flächenangriff bei so vielen Gegnern. Und du machst den hier. Hat es nur den vorderen getroffen? What? Egal. War trotzdem ganz guter Schaden. Das passt. Schuld wird sogar ein bisschen angegriffen. Einmal hier ist auch Schuld. Heilung für Schuld. Ja, der Rifle ist getting hotter, ich weiß. Mach mal gleich abkühlen, weil jetzt gerade kann ich ein bisschen chillen. Okay, sehr gut. Vielleicht kann ich dann noch heilisch Rot eventuell auch machen. Wenn wir ein bisschen zu viel Schaden alle nehmen. Ich mach jetzt einfach mal, weil jetzt haben wir gleich eh schon gewonnen. Das dürfte schon die letzte Welle sein, denke ich. So, einfach ein bisschen Schaden machen. Zack. Zack. Und bam. Okay, nice. Let's not lose our heads, though. Gut, das war wirklich nicht so schwierig. Ja, es war auch ein S. Sehr gut. Und da kriegen wir das Kapitänsset. Aber nur drei Sachen davon. Aber dennoch, nehme ich gerne mit. So, dann die anderen beiden machen wir auch noch schnell einfach heute. Die mir noch fehlen. Und zwar eben noch das hier und das hier, genau. Erstmal, die Wände haben Augen. Mit Dumbbell kann ich da ein bisschen abgehen und da kriegen wir das Festival-Zeug. Stimmt, das Piratenzeug. Oder das, was wir halt gerade eben... War das Piraten? Ich hab's schon wieder vergessen. Werde ich auch gleich noch anlegen bei irgendwem und gucken, wie das aussieht. Und bei dem Festival-Zeug dann auch. Also ich werde die nicht ausrüsten. Aber ich meine, sobald ich die Kleidung bekomme, habe ich ja dann auch das Aussehen freigespielt dafür. Und ich könnte dann mal irgendwann einfach das Aussehen halt speziell... Ja, das habe ich übrigens auch. Ich könnte ja mal irgendwann dann halt das Aussehen von irgendwem ändern. Sodass wir dann mal alle in Festivalkleidung rumlaufen können oder so. Wäre vielleicht auch ganz lustig. Ich hasse es, dass die so übelst verteilt sind bei Dunben, die Fähigkeiten. Vor allem die Augen sind einfach komplett zwischendrin. Das ist eine komplett beschissene Anordnung, finde ich. Na, alle auf einmal, bitte. Ich soll mal ein paar mehr Autoangriffe machen. Für mein Special. Oh, es fühlt sich ja übelst langsam auf. Och, das ist ja ein richtig schlechter Dunben hier. Das sind richtig beschissene Fähigkeiten von ihm. Finde ich. Ich meine, ich bin auch erst Stufe 30.
Und ich glaube zum Beispiel den Flächenangriff von ihm, wo er auch seine Spezialleiste übel schnell aufladen kann, ich glaube, den hat er erst später bekommen. Das kann durchaus sein. Aber trotzdem. Machen wir sogar dann das hier. Zack. So. Das war sogar jetzt verschwendet eigentlich, aber egal. Okay. Dann der hier. So. Noch ein bisschen normal einfach jetzt angreifen. Ich hoffe dann schon, dass ich gleich noch meinen Special-Angriff rausbekomme. So, zack. Okay. Nächstes sind da hinten. So, hi. Okay. Ich will noch kurz das machen, schnell. Komm. Okay, er hat halt gar keinen Flächenangriff jetzt hier, was schon kacke ist. Zack, zack. Shay, noch nicht. Gleich. Sobald ich meinen Special bereit habe. Weil ich will ihn gern direkt zu Beginn dann wahrscheinlich gleich machen. Komm mal alle zu mir kurz. Alle Gegner sollen halt auch herkommen. Sind es nicht drei Gegner eigentlich? Sind es echt nur zwei? Okay, sind gut. Passt aber auch. Los geht's. Against the odds! We choose to fight! Blossom Dance! Bam! Flächenangriff dann... Weil der nimmt eh fast gar keinen Schaden mehr, aber der andere halt dann gleich. Hat es jetzt überlebt? Ah, weil ich keine Anti-Mekon-Waffen habe. Fantastisch. Super. Hast du eine? Nein. Cool. Hat nur Dumbbell eine Anti-Mekon-Waffe, oder wie? Okay, deswegen dauert der auch so lange irgendwie der Kampf. Das ist ja beschissen. Die anderen können einfach keinen Schaden machen. Ryan hat halt überhaupt keinen Sinn in dem Kampf. Okay, deswegen ist es sogar noch wichtiger, dass ich sie eigentlich umwerfe. Weil dann können die anderen ja auch Schaden machen. Okay, verstanden. Achso, ja, ihr müsst auch angreifen. Fuck. Das war jetzt ja voll wasted. Haben die wenigstens irgendwas zum Umwerfen, die beiden? Könnt ihr jetzt gerne machen, wenn ihr wollt. Aber der stirbt jetzt eh schon gleich. Okay, wenn ich jetzt da keinen A-Rang bekommen sollte, dann werde ich gleich das nochmal besser machen. Und immer diesen Angriff hier machen, um ihn umzuwerfen. Perfekt, damit die anderen auch Schaden machen können. Okay. Ich mach eine Chain Attack jetzt, ja. Weil jetzt können die anderen beiden ihm auch Schaden machen, das ist besser. Ja. Ne, mach die Schwertramme. Bam. Ja, natürlich hat sie keine roten, fantastisch. Ja, mach das hier, keine Ahnung. Okay. Gut. So. Nice. Und. Bam, bam. Zack. So, ich bring mal. Ja, alle wieder auf. Geht erstmal auf den hier, bitte. Dass der stirbt. Machen wir mal das hier. Es lohnt sich jetzt gar nicht mehr, weil der ist eh schon gleich tot. Das schaffe ich mit normalen Angriffen. Den jetzt zu töten. Todesschuss macht er aber. Autsch. Aber ja, ich muss mir jetzt nicht wirklich Sorgen machen, dass ich sterbe oder so. Da komm, stirb. Okay. So, jetzt. Bam. Aber die Kleinen hier können eh nichts mehr. Stimmt, ich mach einfach mal den hier schnell. So, zack. Jetzt war es gleich eh schon. Blossom Dance! Bam. Sehr gut. Aufmuntern. Schala ist einfach tot. What the fuck? Hab ich gar nicht bemerkt. Aber ist ja jetzt egal, ne? Wir haben es eh gleich. So. Na komm. Bam. Aber stimmt, das sind ja eh keine Mekon mehr. Da müsste ich jetzt meine Taktik gar nicht mehr anwenden, richtig. So, zack, zack, tot. Der hier noch. Aber der Kampf dauert ziemlich, ziemlich lange. Ob ich da einen A-Rang bekomme, bin ich mir nicht sicher. Also ich, wenn ich das gleich nochmal machen muss, was gut sein kann, dann werde ich darauf achten, dass ich bei den Mekon immer sie umwerfe, damit die anderen beiden auch Schaden machen können. C sogar nur, echt? Also okay, B insgesamt, na gut. Ja, dann nochmal. Okay, jetzt dürfte es passen. Ja. Zeit ist schon A, insgesamt auch passt. Gut. S aber zu erreichen, ist ja ziemlich schwierig, habe ich das Gefühl. Aber A passt ja und wir kriegen das Festivalzeug. Sehr gut. Sondern eine machen wir eben noch. So. Und zwar... Das war eine mit Stufe 2, glaube ich. Oder Schwierigkeit 2, diese hier, genau. Wo ich mit Melia spiele und Damien und Rick sind auch noch im Team. Okay. Oh, Bruder.
Dann probieren wir es gleich mal. Okay. Was habe ich mit Melia alles für Elemente? Okay, Wind habe ich ja. Ich mache erstmal Wind, würde ich sagen, damit Dumbin immer schon ausweichen kann. Andererseits, ich meine, es geht ja hier viel um Zeit, also ich muss schon versuchen, schnell zu sein. Aber ich habe mal die beiden Winddinger immer draußen haben wahrscheinlich und halt dann immer zwischen Blitz, zwischen Blitz und Feuer abwechseln oder so. Das ist, glaube ich, ganz geschickt. Was macht das hier nochmal? Fessel, genau. Einmal Dumbin. Okay. Machen wir sogar nochmal Wind. Kann ich ja auch raushauen einmal. So, zack. Okay, aber der ist schon gleich tot. Der muss auch schnell sterben, weil Dumbin hält gar nicht mehr so viel aus. Ich mach's ein bisschen riskant, weil ich mir kein Wasser hole. Aber ich hoffe halt, dass Dumbin einfach immer schon ausweichen kann, was nicht so ganz der Fall ist bisher. Aber wird schon. So, zack. Okay, gut. Oh Gott. Das sind sehr viele. Da sind jetzt Flächenangriffe äußerst wichtig. Also Wind oder Feuer. Mach nochmal Wind. Bam. Der Blitz ist jetzt eigentlich gar nicht so sinnvoll hier, gegen so viele auf einmal. Mach Feuer schnell. Hirnschock habe ich auch gleich ready. Heil Dumbin nochmal. Schieß einfach jetzt raus, ich brauche Hirnschock jetzt. Okay. Und los. Jetzt will der gerade was machen. Jetzt gehen aber halt auch einige auf mich leider. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja, ich will noch Hirnschock rausbekommen. Ja, ich sterbe sogar echt gleich. Scheiße. Bam. Jetzt gibt mal ein bisschen Heilung hier. Bin gleich tot. Nein. 6 KP. Scheiße. Okay. Ja, hoff Wind mal auch noch raus. Ich muss jetzt meine Sachen raushauen. Die müssen jetzt Schaden machen. Okay, jetzt haben wir es. Das war schon stressig. Okay. Muss mich leider. Ja, geht schon mal hin. Das passt schon. Hoffe ich. Chain Attack. Ja, machen wir. Komm. Jawohl. Ja, ist jetzt gar nicht so gut, dass ich jetzt Blitz draußen hatte, weil ich wollte eigentlich alle treffen. Egal, das passt schon. Zack. Dumbin hat den hier drin, das macht er. Zack, zack. Ach, Ricky liegt am Boden oder so. Ach, komm jetzt. Aber ist sogar gut, weil Feuer passt. Aber ist ja trotzdem scheiße. Und okay, passt. Das ist aber ziemlich gut jetzt. Trotzdem ist kacke. Ich hätte schon auch noch gerne mit Ricky angegriffen. Ich treffe übrigens nicht. Okay, doch noch getroffen, aber zum Ende hin irgendwie nicht mehr. Aber das war schon ziemlich gut, weil Dumbin hat jetzt am Ende von der Viererkette... LOL, einfach nochmal! Dumbin hat jetzt am Ende von der Viererkette irgendwie halt seinen Blossom Dance machen dürfen und der war dann ultra stark. Also war schon ziemlich gut. Er macht den. Bam. Sehr gut. Ah, fuck, jetzt habe ich nichts mehr. Scheiße. Okay, egal. Oh, nice, ich darf noch fortsetzen. Jetzt ist leider die Kette aber unterbrochen. Sehr schade. Wenn ich noch ein Element mit Melia gehabt hätte, wäre er jetzt schon einfach fast tot, glaube ich. Weil das wirklich einen sehr großen Unterschied macht, wenn man die Kette bis zu Stufe 4 oder sowas fortsetzen darf. Das geht dann schon ziemlich ab, auf jeden Fall. Fuck, jetzt ist er ohnmächtig. Okay, aber geschafft. Nice. Okay, das lief ziemlich gut. Ich habe aber auch ein bisschen Glück gehabt zwischendurch, weil das eine Mal, wo ich mit Melia auf 6 KP war oder so, wenn ich da halt gestorben wäre, dann hätte es ganz anders laufen können. Aber hat gut funktioniert und das war auch ein S. Okay, nice. Little Something? Das war nämlich Aerith-Zeug, okay. Gut, dann will ich mal noch kurz gucken, was das jetzt so alles kann. Also, das kann alles nichts wahrscheinlich, ja, aber halt wie es aussieht. Aber das sind sogar spezielle Sachen teilweise nur, okay. Das wusste ich gar nicht genau. Für Schala ist auf jeden Fall das. Kapitänshut. Wunderschön. Kapitänstop. Auch wunderschön. Armreife. Und hier habe ich, glaube ich, die gar nicht, oder? Hier habe ich die gar nicht, genau. Okay. Das andere war, glaube ich, noch für Dunban oder so. Genau, das Festival-Zeug. Festival-Stirnband. Festival-Hemd. Festival-Perlen. Dann Festival-Shorts. Ja. Und Festival-Sandalen. Wunderschön. Gut. Dann gehen wir wieder.
So, und dann würde ich auch erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Beim nächsten Mal geht es dann hier in der Zentralfabrik, oder wie hieß sie? Genau, in der Zentralfabrik auf jeden Fall weiter. Da haben wir auch wieder einige Ebenen vor uns. Also die McConaughey-Hallen haben ja schon ziemlich lang gedauert, finde ich. Aber hier haben wir jetzt dann nochmal einiges an Zeug vor uns. Auch einige weitere Mechon bestimmt, die dran glauben werden, hoffentlich. Und dann mal gucken, da vorne ist schon ein Vetter zum Beispiel. Da oben. Mal gucken, was wir hier so alles erleben werden. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.